Hallo zusammen, kurz vor Mitternacht, das Gemüse ist bereit für morgen, Gemüsekiste News, drum noch am Vortag mit. Ich bin wieder nicht bereit, habe ich gemerkt, aber trotzdem. Wunderschöne Radiesli, Thailand. Mit letztem Tunnelsalat. Salanova rund, grün. Letzter Salat. Dann, eben einer denkt schon um Himmels wieder, jetzt fängt das schon wieder an. Catalonia. Das ist überwintert, Catalonia. Er ist ein bisschen bitter, definitiv, aber er hat ziemlich viel Süße. Kann ihn super jetzt in Salat hier mit dem Salanova zusammen. Reinschnetzeln oder in der Pfanne ein bisschen überdünsten mit dem anderen Gemüse, das man hat. Zum Beispiel Fenchel kann es haben. Unser ganzer Stolz, der Frühling, die Lauch, das ist doch einfach der Hammer. Letzten September 10.000 Lauch gesetzt und ich glaube, wir ernten 10.000 Lauch. Bis an die Saison. Jeder Leuchle ist ein Lauch geworden. Mega cool, mega fein, mega gesund. Kein Schädling. Einfach eine wahre Freude. Frühlingszwiebeln, die kleinen, feinen. Dann, wie versprochen, der mega kühlst. Jetzt zu dieser Jahreszeit Blumenkohl. Passt wunderbar zu Spargeln. Oder auch einfach so. Feiner Blumenkohl. Letzter Krautstil von dem Frühling. Stielmangold. Kapunz und so weiter. Passt doch wunderbar. Rot und Gelb. Wir haben nochmal eine coole Bündelung gemacht. Finde die mega. Sieht doch einfach wirklich nach Frühling aus. Peterlich, Rüsli oder glatt. Je nachdem, was dann geht. Passt, können wir da in die Kisten über. Dann, Kartoffel. Überraschung, es sind die blauen. Überraschung auch Töpfel, die habe ich noch nicht drin. Natura ist ein Lageräpfel, ein bisschen sauer, kommt ein bisschen Topaz an. Ja, der. Und morgen, die bestellt haben, habe jetzt kein Glas da, aber morgen ist erste Mozzarella. Denke daran, Mozzarella von unserer Milch. Super Milch, Idea Salentini hat sie gemacht. Mozzarella vom Stucki hat den Daumen verdient. Plus, kleine Überraschung, hören Sie vielleicht. Da ist unser Ruderhähnchen. Parat für morgen im Freilandstall. Das sind unsere Männer. Und dürfen weiterleben seit neuem. Frauen legen Eile. Und das sind eben die männlichen, wo wir als. Ja, der ist gleich wieder runter. Die männlichen, wo wir gut 100 Tage auf der Weide in den Stall füttern. Und nachher gibt es feine Freilandbulle mit gutem Gewissen. Und auf den Grill und so weiter brauchen, mit ein bisschen Gemüse zusammen, Bullenbrüste und so weiter. 100 Tage auf der Weide bei uns, schönes Leben und nachher ein feines Bullenbrüste oder Schenkelsteig und so weiter. Somit, danke dran, den Daumen nicht vergessen. Ich bin mega froh, wenn ihr einen schickt, einen Kommentar und gute Woche, Pause gut, wenn ihr es noch seht. Und sonst morgen einen guten Start. Gute Zeit.